Aber ja. Aber brauchst dich doch gar nicht zu entschuldigen. Also, ich wünsche dir viel Vergnügen. Oder? Wie sagt man bei Tannhäuser? Du, danke, ich werde schon jemand finden. Ich rufe dich dann Ende der Woche an, ja? Hat auch keine Zeit. Geht in die Oper. Freut sich auch noch drauf. Ach, ist das wieder typisch. Niemand hat Zeit. Wirklich, monatelang hat mich Frau Berger gebeten. Sie möchte das Stück mit dem, was heißt gebeten, du, die gelöchert hat die mich. Sie will das Stück mit dem Schönheit sehen. Heute, zur letzten Vorstellung, wo ich zwei Karten habe, hat sie die Grippe. Was denn mit Ilse? Tanzstunde, sagt sie doch nie ab. Und Margot? Auch Grippe. Alle Welt hat doch Grippe. Thomas ist in Köln, Stefan hat Nachtdienst. Na, und du musst ja unbedingt heute deinen Fernsehkrimi sehen, ne? Mutti, ist da die letzte Folge. Nach sechs Leichen will man ja schließlich wissen, wer der Mörder ist. Ja. Was ist mit Almut? Almut, na hör mal. Will mich doch amüsieren. Oh, na, dann gehe ich ja lieber gleich allein ins Theater. Also Mutti, nur sag mal, was hast du eigentlich gegen Almut? Wieso, was soll ich denn gegen sie haben? Gegenteil, hör mal. Als Michael sie damals ins Haus brachte, habe ich ihnen beiden sofort angeboten, sie können bei mir wohnen. Aber nee, Almut, abgelehnt. Musste ja in diese Dachwohnung ziehen, nicht? Sieben Etagen hoch, kein Fahrstuhl. Wo sie genau weiß, dass ich nicht gut Treppen steigen kann. Hm, wer weiß, vielleicht war das sogar Absicht. Och, Mutti. Aber natürlich, die will doch nur ihren Mann für sich allein haben. Ja, und? Aber ist doch schon krankhaft bei dem Mädel. Und Michael, der ist doch so gutmütig, gibt doch in allem nach. Musste diese Wohnung da alleine ausbauen, wo der Junge so zart ist. Michael ist ganz schön zäh. Hm. Und den Bart, den der trägt, dass die das erlaubt, naja, ihr gefällt's. Mutti, Michael liebt sie und sie liebt ihn, also was soll's. Und verstehst du das? Ja, was fragst du mich? Ist es meine Frau? Die sagt nicht mal Mutter zu mir. Was? Nein, bringt sie nicht über die Lippen. Als einzige von meinen Schwiegertöchtern. Dass die überhaupt so früh heiraten mussten, hätten doch zu Ende studieren können. Damals war ja nur wirklich kein Grund vorhanden. Wann kommt denn das Kind? Weiß ich, mir sagt doch keiner was. Aber das werde ich schon erfahren. Mein Enkelkind, das kann sie mir ja nicht vorenthalten. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ja? Wenn Almut in der Klinik ist, dann könnte doch Michael eigentlich bei mir wohnen, nicht? Sieh mal, wo ich sowieso koche. Na ja, schlag's ja gar nicht vor. Weiß schon, wie sie reagiert. Als ich das letzte Mal oben war, weißt du, was sie mich gefragt hat? Nee. Na, was willst du? Ja, mich, die Mutter. Als ob ich mich bei meinem eigenen Sohn noch anmelden müsste. Und kann man ja gar nicht, nicht? Haben ja gar kein Telefon. Nee, die geht bestimmt nicht ins Theater. Schon gar nicht mit mir. Ja, aber du könntest sie doch wenigstens mal auffordern. Ja, wahrscheinlich wird sie nicht mitgehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sich darüber freut, dass du an sie gedacht hast. Ja? Hm. Naja, das wäre natürlich ein Grund. Ich hab ja gar nichts gegen sie. Kann sie nur nicht leiden. Soll ich? Was? Raufgehen? Fragen? Zucker drin? Ja, hab alles reingemacht. Ist noch viel zu tun? Nein, ja, das geht. Okay. Lass ich gehen. Tag, Almut. Guten Tag. Das ist ja eine Überraschung. Warst du hier in der Nähe? Nein. Kann ich trotzdem rein? Ach so, ja, natürlich. Komm rein. Danke. Also, ich sagte, diese Treppen, die soll der Teufel. Oh Gott, Gott, diese niedrigen Decken. Also, ich kann mich doch daran nicht. Mama, gewöhnen. Das ist aber nett. Du kommst viel zu selten bei uns vorbei. Ja? Na, das ist nicht meine Schuld. Oh, ist die Musik nicht ein bisschen leise? Sag mal, kannst du denn bei diesem Lärm arbeiten? Für mich stört's nicht. Na, warum stellst du denn überhaupt an? Ach, Kinder, Kinder, ist das hier verqualmt. Kann ich überhaupt nicht atmen. Rauchst du etwa in deinem Zustand? Natürlich nicht. Na, will ich auch hoffen. Was denn? Die hast du alle geraucht? Bei mir hatte er sich das fast abgewöhnt. Ja, leider nur fast. Ich hätte ihn gerne als Nichtraucher übernommen. Naja,
Jetzt soll er erst mal seine Klausur hinter sich bringen. Wenn das Kind da ist, hört er sowieso ganz mit dem Rauchen auf. Ja, das hat er mir versprochen. Aha. Und so lange sammelt ihr die Stummel? Ich wollte sie rausbringen, bevor du kamst. Na, vorhin war es so gemütlich. Bevor ich kam? Bitte, das wollte sie eben sagen. Bitte, Mama, misch dich nicht immer in alles ein. Es ist schließlich ihr Haushalt. Ja, das kann man wohl behaupten. Bei mir sieht's wirklich anders aus. Wundert mich nur, dass dir das nicht auffällt. Ich fühle mich hier wohl. Aber Junge, ich will doch wirklich nur dein Bestes. Das brauchst du gar nicht extra zu betonen. Aber lass uns bitte hier so leben, wie wir leben wollen. Du bist immer so kritisch. Alles, was wir uns anschaffen, gefällt dir nicht. Alles? Dein Kind wird mir schon gefallen. Hm? Unser Kind. Mama, bitte. Wenn du für Almut schon nichts übrig hast, dann sei doch wenigstens ein bisschen nett zu ihr. Hm? Mir zuliebe. Warum? Warum soll ich nett sein? Die sagt nie Mutter zu mir. Hast du das schon mal gemerkt, ja? Bringt sie einfach nicht über die Lippen. Als einzige von meinen Schwiegertöchtern, ja. Sie kann es eben noch nicht. Lass ihr halt noch ein bisschen Zeit. Almut sagt, sowas muss man empfinden. Ja. Sie ist nun mal so ehrlich. Was heißt, sie ist ehrlich? Aber ich soll mich verstellen, nicht? Warum? Warum soll ich nett sein? Warum nicht? Du kannst doch sonst jeden mit deinem Charme einwickeln. Mach ihr doch mal ein bisschen Freude. Ich habe meine das Wichtigste vergessen. Almut, ich wollte dich fragen, ob du mit mir ins Theater gehen willst. Liebe ist die beste Medizin. Schönheit spielt die Hauptrolle. Du willst mich mitnehmen? Ja. Ins Theater? So haben die anderen alle keine Zeit. Also bitte, wie kommst du auf sowas? Willst du jetzt oder willst du nicht? Ich muss dich enttäuschen. Ich komme mit. Ich bin gleich umgezogen. Oh. Mama. Ist es nicht ein bisschen zu gefährlich? Was heißt gefährlich? Quatsch, Theater. Bei Werner, da habe ich doch bis zum letzten Moment gearbeitet. Du, der kam damals mitten im Ausverkauf. Tja, außerdem ist es ja noch nicht so weit. Frühestens in 14 Tagen, hat der Arzt gesagt. Na, siehst du, so kannst du wenigstens jetzt in Ruhe arbeiten. Da stört dich keiner hier. Almut stört mich nie. Trotzdem vielen Dank, Mama. Gut, gut, gut. Almut, wie lange dauert es denn bei dir? Ich hole euch dann vom Theater ab. Hoffentlich amüsiert ihr euch gut. Ja, jetzt müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Komm, meine Lieben. Das sind die Mittelplätze. Da, komisch, wenn ich Außenplätze habe, komme ich nie zu spät. Guten Abend. So, zweimal bitte, ja? Was ist mit dir? Willst du den Mantel nicht ablegen? Ne? Ich glaube, das geht los. Natürlich geht's los, mein Kind. Deshalb sollst du dich doch jetzt beeilen. Was heißt das? Das Baby? Aber es sollte doch erst in 14 Tagen. Du, das vergeht wieder. Das ist wie neulich. Das Stück wird dich ablenken. Komm, gib mir jetzt mal deinen Mantel. Nein, nein, du, ich fahr doch lieber sofort in die Klinik, so schnell wie möglich. Also, wenn das jetzt wieder falscher Alarm ist, dann kriege ich das Stück nicht zu sehen. Und heute ist doch die letzte Vorstellung. Ja, dann bleib doch hier, ich nehme ein Taxi. Taxi? Wow. Na, sag mal, das fehlte noch, dass mein Enkelkind in der Taxi zur Welt kommt. Bitte, bitte mein Hut. Wollen Sie schon wieder gehen? Ach, von wollen kann gar keine Rede sein. Nur bitte geben Sie mir doch schon. Schön. Almut. Komm, Vater. Danke vielmals. Vielen Dank. Und ich hol den Wagen, ich fahre dich in die Klinik. Das schaffe ich nicht mehr. Aber ja, glaub mir, beim ersten geht's nicht so schnell. Nein, oh, ich bin doch schon mal. Na, hallo, hallo. Ach, lauter Ritterrüstung. Ach, doch, komm. Almut, ganz schnell, komm. Da wird uns schon jemand hin. Warte, komm. Hallo, ganz ruhig, mein Mädchen. Hallo, wo wollen Sie denn hin? Sie können hier doch nicht einfach durchlaufen. Sorgen Sie uns ein Arzt, wir kriegen ja ein Kind. Das Kind? Aber doch nicht hier. Almut, komm, ganz ruhig, mein Mädchen. Ganz ruhig, was ist denn das hier? Du, hier ist sogar ein Schießlung. Komm, leg dich hin. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Jetzt legst du dich hin. Ich hol sofort einen Arzt. Das ist das Wichtigste, ganz ruhig bleiben. Verzeihen Sie bitte, liebe. Ach so. Ach, Herren. Damen. Und das Publikum heute, was? Wird hier mitgehen? Sag mal, nicht lieber. Was? Herr Doktor! Gott sei Dank, es wurde ja höchste Zeit. Wir haben ja noch gar nicht damit gerechnet, aber Sie wissen ja, wie sowas ist. Kommen Sie, kommen Sie. Ich glaube, Sie irren sich. Bitte? Ich spiele nur einen Arzt.
Hier auf der Bühne. Gottes Willen. Sie sind ja Herr Schönhals. Ich habe Sie im Moment gar nicht erkannt. Oh. Ich habe Sie ja damals als Romeo gesehen. Oh, na, das ist aber immerhin ein paar Tage her. Oh. Aber es ist nett, dass Sie mich wieder erkannt haben. Ja? Entschuldigen Sie mich, ich habe Umzug. Nein! Wo wollen Sie hin? Nein, meine Garderobe. Ja, das geht aber nicht. Wieso? Nein, da ist nämlich meine Schwiegertochter, ist da drin. Ihre Schwiegertochter? Ja. Was macht die in meiner Garderobe? Die kriegt ein Kind. Was, in meiner Garderobe? Ja. Na, das ist ja eine reizende Überraschung. Na, und für uns erst, wir haben doch damit erst in 14 Tagen gerechnet. Sonst hätte ich sie ja gar nicht hierher mitgebracht. Ich meine, ins Theater, meine Schwiegertochter. Ach, es tut mir so leid, dass ich solche Ungelegenheiten bereite. Ich hätte sie so gerne mal kennengelernt, unter anderen Umständen. Ja, da ist ja nur nichts zu machen. Das ist wirklich nicht meine Schuld, Herr Schönhals. Ich habe das nicht gewollt, aber die Dame war ja nicht aufzuhalten. Bitte, wo ist der Doktor? Er wird schon rausgeholt. Ich habe mit dem Buffet telefoniert. Ja. Na, hoffentlich klappt alles. Geh du doch mal schnell zum Inspizieren. Und frage, ob der Theaterarzt kommt. Auf! Bitte Licht. Das ist dein Tag heute, was? Bitte Licht. Viel zu schade für die Schule. Das kann man nicht deinem Vater hören. Der hört das nicht. Der ist heute Nacht nämlich nicht nach Hause gekommen. Wieder mal. Der alte Militär. Ja. Ja. Was? Ja. Bei Schönhals in der Garderobe? Das ist ja ein tolles Ding. Du, Wolfgang, komm mal her. Stell dir mal vor, oben bei Schönheit in der Garderobe kriegt ein Frauenbaby. Sie sagt, sie ist in der Schule. Ich meine, sie hat vorhin gesagt, sie geht in die Schule. Ja, ja, ja. Ja, Tante Christa. Ja. Nein. Nein. Ja, Tante Christa, ist gut richtig aus. Ja, gut. Tschüss. Nervensäge, deine Tante Christa. Natürlich ist sie meine Tante, aber du brauchst trotzdem nicht mit ihr stundenlang Quatsch. Oh, ist es denn deine Tante oder meine Tante? Dussel! Dankbares Publikum, die lachen über jeden Blödsinn. Ist der Chef? Ist Schönhals noch nicht da? Haben Sie schon geklingelt? Na, das mache ich lieber nicht. Oben in seiner Garderobe liegt eine Frau, da kriegt man. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, ja. Baby? Das kann nur ihm passieren. Ja, ja, ja. Guten Abend, Herr Schönhals. Guten Abend, Dr. Kessler. Ja, tun Sie mir bitte den Gefallen und gehen Sie in meine Garderobe. Ich muss auf die Bühne. Wo geht's denn? Mir? Mir geht gar nichts. Herr Schönhals, Ihr ja. Auftritt. Ja, Moment, Moment. Der Arzt ist da. Na endlich, junger Mann, stören Sie nicht. Wo ist er denn? Bleiben Sie nur ganz ruhig, ich bin ja jetzt da, Dr. Kessler. Wieso, Sie sind der Arzt? Ja, sicher. Oh, na ja, Gott sei Dank. Praktischer Arzt. Aber sonst nichts. Nein, wieso? Na, ich meine, später werde ich natürlich noch meinen Facharzt machen. Gut. Hals, Nase, Ohren. Wieso? Vom Kinderkriegen verstehen Sie gar nichts? Wie, wollen Sie etwa damit sagen, dass da drin... Ja, natürlich. Ja, ich meine, ich habe natürlich auch schon mal in der... Gynäkologie gearbeitet? Ja, das kann ja bei Ihnen noch nicht so lange her sein. Nun kommen Sie mal. Beruhigen Sie sich, Herr Doktor. Ich bin ja bei Ihnen. Ja. Wenn du dich noch einmal mit diesem Burschen triffst, dann versohle ich dir den Hintern. Eigenhändig und ohne örtliche Betäubung. Ein feiner Arzt bist du. Was? Ich bin nicht dein Arzt, ich bin dein Vater. Wenn du glaubst, dass ich mir das gefallen lasse, ich bin ein erwachsener Mensch. Was bist du? Du bist noch keine 16 Jahre alt, mein Kind. Du gehst sofort auf dein Zimmer und verlässt in den nächsten 3 Tagen das Haus nicht. Taschengeld bis auf weiteres gestrichen. Telefon für dich gesperrt. Alle Patientinnen behandelst du besser. Gibt's was Neues? Ach, das Baby ist noch nicht da. So schnell geht das auch nicht. Prächtiger Junge. Mein Enkel. Also der sieht fast so aus wie du, Almut. Na ja, ist ja ein Junge, der macht's ja nicht so viel. Was? Na hör mal, du machst ja schon Witze. Ja, wie fühlst du dich denn? Einigermaßen? Na, ein bisschen müde. Ja, ist kein Wunder. Aber das eine sage ich dir, wenn du noch mein Baby erwartest, mit dir gehe ich nicht mehr ins Theater. Komm, 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 Kinder. Mensch, das Kind ist da. Ein Junge. Nein.
bin so gespannt, was Michael sagen wird. Ja? Na, der wird ganz schön enttäuscht sein. Wieso? Du hast ihn doch um die ganze Aufregung gebracht. Das ist doch immer so. Wir Frauen kriegen die Kinder und die Männer stellen sich an. Ach, wenn ich dran denke, wie mein Werner kam, ne? Mein Mann, der hat 2 Tage gebraucht, um wieder nüchtern zu werden. Was ist denn da los? Pause. Ich gehe mal schnell telefonieren, damit sie den Krankenwagen schicken. Sagen Sie, haben Sie denn gar nichts zur Beruhigung da? Für Sie? Nein, für Sie. Ich glaube, Sie haben es am meisten notwendig. Vielen Dank. Aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Na. Nanu, was denn hier für eine Versammlung? Ja, wir warten nur noch auf Sie. Was, auf mich? Gib mir das Glas. Bitte schön. Oh. Meine Kollegen? Guten Tag, guten Abend. Entschuldigung, ich bin schon so durcheinander. Rogalski. Die Großmutter. Aber. Ja, liebe Frau Rogalski, wir möchten gern mit Ihnen anstoßen. Auf das jüngste Mitglied unseres Theaters. Ja, dass der Junge mal Schauspieler wird, das ist doch ganz klar. Aber er hat ja schließlich in einer Theatergarderobe das Rampenlicht dieser besten aller Welten erblickt. Na, was er für eine Rolle im Leben spielen wird, das wissen wir noch nicht. Wir können nur hoffen, dass er Erfolg haben wird. Auf der Beruf, bei den Frauen, dass er Glück hat und dass er gesund bleibt. Und wenn er einmal eines Tages von der Bühne dieses Lebens abgehen muss, dann soll er sich sagen können, schön war's, gut war's. Aber heute hat er erst Premiere. Und deshalb wünschen wir Ihnen das, was wir Schauspieler uns bei jeder Premiere wünschen, mit nasser Spucke. Toi, toi, toi. Auf sein Wohl. Danke schön, Herr Schön. Prost, Prost. Prost. Herr Schönheits. So. Herr Schönheits, ich habe Sie schon als Romeo gesehen. Oh. Und Sie waren wundervoll. Ja? Aber so wundervoll wie heute. Nein, so waren Sie noch nie. Und wenn der Junge groß ist, dann werde ich Ihnen alles von Ihnen erzählen. Ja, ich meine, falls ich es bis dahin noch behalte. Prost. Oh, Frau Rogalski, bitte kommen ja. Sie doch einen Moment. Ja, bitte entschuldigen Sie mich. Eine Sekunde. Bitte schön. Los. Herrschaften, es wird Zeit. Ja, ja. Es geht weiter. Kommen. Ja. Oh, es geht weiter. Ja, wir wissen Bescheid. Ja, nein, bei uns geht's weiter. Was? Zwillinge? Oh. Mindestens. Wo ist denn der Doktor? Der wollte noch telefonieren. Da unten. Herr Doktor. Da unten beim Portier. Oh Gott. Wo ist der Doktor? Der wollte noch telefonieren. Sie, wo ist der Doktor? Er telefoniert vorne. Ach, wie komme ich denn da hin? Vorne im Büro. Mein Apparat ist schon wieder kaputt. Na ja, aber wie laufe ich zum Büro? Am besten gehen Sie hier über die Hinterbühne. Warten Sie mal. Ich zeige Ihnen den Weg. Aber nun kommen Sie doch, Sie sehen doch, wie eilig es ist, aber. Ja, ja, nun mal lang. Herr Gott, nun gehen Sie doch wirklich. Wie kann man nur so langsam sein? So wirklich typisch wie der Männer. So, kommen Sie bitte gleich hier. Also gehen Sie hier rechts durch die Tür und dann kommen Sie ins Foyer und dann fragen Sie euch. Nummer 4 gefällt mir. Entschuldigen Sie vielmals, ja. Aber ich brauche dringend. Oh, Herr Schönheits, jetzt brauche ich aber den richtigen Arzt. Nein. Nein. Entschuldigen. Entschuldigen. Da kannst du mal sehen, welchen tollen Ruf wir hier in der Klinik haben. Und Michael, wie aus dem Gesicht geschnitten, wenn man sich diesen grässlichen Bart wegdenkt. Tja, wenn er sich nur davon trennen könnte. Wieso denn? Ich denke, dir gefällt der. Du sagst ihm nicht. Er ist so stolz darauf. Ach. Er kommt sich so erwachsen damit vor. Und ich dachte immer, du. Komisch. Da sieht man wieder, wie man sich irren kann.
Verzeihen Sie, täuschen mich. Das Theater ist doch schon aus, ja, nicht? Ja, schon längst. Ja. Ja, hier gleich die Tür rechts und dann in der Ecke Garderobe 1. Ja. Was ist denn hier passiert? Ein Unfall? Nee, im Gegenteil. Ein freudiges Ereignis. Der Vater wird einen schönen Schrecken kriegen. Der weiß das noch gar nicht. Nee, aber er muss gleich eintrudeln. Auf das Gesicht bin ich mal gespannt. Ah, der holt Sie hier ab? Ja, ja. Mama! Ach, Michael. Mama. Ich gratuliere dir. Junge oder Mädchen? Ja. Das heißt, ja, kann nur eins von beiden sein. Ja, stimmt. Was? Von beiden eins. Mein Junge, ich gratuliere dir. Und nun geh rein. Geh rein zu allen. Ja, die warten schon auf dich. Nun geh doch. Ganz blass ist er geworden. Ja. Wunder. Wenn man so plötzlich zweimal Vater wird. Ja. Und gestern ging er noch zur Schule. Aber ganz vorsichtig, ja? Oh Gott. Och, bitte seien Sie recht vorsichtig, ja? Na du, jetzt wird's aber wirklich Zeit, dass du in die Klinik kommst. Aber hast dich prachtvoll gehalten. Kann ich immer noch nicht lassen. Ich kümmere mich jetzt um die Kinder. Mhm. Ich hab's geschafft. Was? Was hast du geschafft? Nein, du, geschafft hast du es wirklich noch lange nicht. Wieso? Jetzt geht's doch erst los. Trockenlegen, Windeln waschen, baden, Keuchhusten, Masern, Scharlach, Schularbeiten, sitzen bleiben, Elternabende, Flirts, Partys, große Liebe, Verlobung, Heirat und dann hast du es noch immer nicht geschafft. Dann kommen die Enkelkinder. Und das geht alles so schnell. Schrecklich schnell. Können wir jetzt? Ja, natürlich. Kommen Sie. Aber bitte vorsichtig, ja? Moment. Ja, was ist denn? Ich habe noch eine Bitte. Wenn ich jetzt weg bin, dann ist Michael doch ganz alleine. Kann er nicht so lange bei dir wohnen und essen? Alleine macht er sich doch nichts. Ja, aber gerne. Ich meine, wenn du das möchtest. Vielen Dank, Mutter.